Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich heute nach langer, langer, langer Zeit mal wieder ein aufgebraucht Video für euch. Meine IKEA-Tüte ist nämlich schon recht gut gefüllt und mein Mann meinte neulich schon, also wenn du Lust hast und Bock hast, könntest du deinen Müll ruhig mal wegschaffen, hätte ich jetzt keinen Stress mit. Ja, und zwar ist es diese Tüte hier. Die ist schon sehr gut gefüllt und ich würde sagen, wir hoppeln da mal schnell durch. Viele Produkte sind wirklich Haushaltsprodukte, die ihr von mir schon kennt. Da muss ich mich nicht allzu lange aufhalten. Aber ich zeige sie euch alle mal. Und als erstes haben wir natürlich wieder Pampers aufgebraucht. Und zwar die Nappy Pants in Größe 4. Oder ist das noch Größe 4? Ja. Das ist die Größe 4. Da sind wir aber jetzt durch. Hannah, passen jetzt die 5er mittlerweile besser, beziehungsweise sind uns mit den 4ern ein paar Unfälle in letzter Zeit passiert. Deswegen haben wir die jetzt aufgebraucht und die letzten, die ich habe, habe ich jetzt verschenkt. Und wir nehmen jetzt die 5er. Dann habe ich auch wieder Feuchttücher aufgebraucht. Und zwar benutze ich eigentlich nur noch diese Aqua-Tücher. Am liebsten von Pampers die Aqua-Pure-Tücher. Die von Babylove sind auch nicht schlecht, aber die von Babylove empfinde ich einfach als nicht ganz so weich wie die und auch ein Ticken trockener. Also ich mag die ein bisschen mehr, aber mit denen von Babylove komme ich auch wirklich sehr gut zurecht. Dann haben wir aufgebraucht von Babylove die normalen Pflegetücher. Die habe ich für Hannah gar nicht so oft benutzt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hatte sie jetzt sehr, sehr lange am Wickeltisch. Den haben wir ja jetzt aufgelöst. Ich wickel sie ja jetzt eigentlich überall, aber nicht mehr auf dem Wickeltisch. Sie ist einfach zu aktiv dafür geworden. Und ich habe die jetzt einfach als Kosmetiktücher aufgebraucht. Und ja, nachkaufen werde ich die jetzt nicht, denn ich brauche die nicht mehr. Dann habe ich auch wieder eine normale Kosmetiktücherbox leer gemacht. Ich fand das Design sehr hübsch und die hatte ich mir im Bad hingestellt. Mein Verbrauch ist ja dadurch, dass ich aktuell keinen Schminktisch habe, ein bisschen zurückgegangen. Aber ich habe die ja überall in der Wohnung stehen, immer mal für Annabelle, damit sie sich die Nase putzen kann. Oder wenn ich mal schnell irgendwie was von der Nase wegmachen muss. Und ich habe sie eben auch im Bad einmal stehen. Sie verbrauchen sich nicht ganz so schnell wie auf dem Schminktisch, aber ab und zu brauche ich da schon was Neues. Dann habe ich aufgebraucht einen Weichspüler und zwar von Vernell, der frische Morgen. Den hatte ich jetzt, glaube ich, zum ersten Mal. Ich hatte bisher immer, ich weiß es nicht, ich habe den monatelang benutzt und jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Von Kuschel war ich auf jeden Fall, der blaue. Aber ich muss sagen, der frische Morgen ist auch sehr, sehr schön. Also der riecht wirklich sehr frisch, sehr sauber, sehr clean, auch sehr sanft, also... Aber es überwiegt schon die Frische. Also es ist ein schöner, kühler, frischer Duft. Mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich wieder mein Waschmittel aufgebraucht von Denkmit. Das Color-Waschmittel in der wunderschönen türkisen Farbe. Damit bin ich sehr zufrieden. Benutze ich ja schon seit ewig und 3 Tagen. Und finde ich sehr, sehr gut. Wird auch immer wieder nachgekauft. Ja, ist auch noch eine Packung da. Dann habe ich auch wieder aufgebraucht, natürlich von Denk mit den Hygienespüler. Nichts geht ohne, das wisst ihr ja. Ich benutze den immer ohne Duft und Farbstoffe, auch für Allergiker geeignet. Wäschedesinfektion beseitigt 99,9% der Bakterien, Pilze und spezieller Viren. Also ohne den wasche ich eigentlich gar nichts mehr. Dann habe ich in letzter Zeit Rosenwasser aufgebraucht und zwar sehr, sehr viel. Da das mein Mann jetzt auch mit benutzt, der hat so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Am Anfang mochte er das nicht, weil er immer gesagt hat, Rose, das ist so ein bisschen, das ist nicht so meins. Aber mittlerweile muss ich sagen, benutzt er das und er findet, es tut seine Haut wirklich gut. Er findet, es wirkt alles ein bisschen frischer. Und ich habe ihm sogar was fürs Büro mitgegeben. Ich habe gesagt, du musst es dir ja nicht auf den Schreibtisch stellen, wenn die Kollegen vorbeilaufen, dass du das Rosenwasser stehen hast. Obwohl ein Mann kann dazu stehen, dass er was für seine Haut tut, aber musste ja nicht. Wenn es nicht deine Farbe ist im Büro, dann lass es halt. Aber du kannst es dir in den Schreibtisch tun und die Wattepads tust du dir dazu. Und wenn du dann mal so verschwitzt bist und alles so filmig ist, nimmst du dir einfach mal so ein Pad, machst was drauf, gehst mir über dein Gesicht und fertig. Bist ja nicht geschminkt, du verwischst ja nichts, du kannst es ja einfach mal machen und dann bist du gleich wieder erfrischt. Und das macht er jetzt auch und das findet er richtig, richtig gut. Also Rosenwasser... absolut nicht mehr wegzudenken bei uns. Und ich hatte ja auch so Hautprobleme gehabt. Ich habe ja immer noch diesen leichten Ausschlag hier, der stressbedingt oder aufgrund eines falschen Produktes ist, das weiß ich nicht, wo ich im Moment einfach noch warte. Der ist schon viel besser geworden, aber ich musste ja sehr schonend mit meiner Haut umgehen. Und ich habe so Hautprobleme gehabt, denn ich habe neue Produkte ausprobiert. Ich möchte aber noch nicht sagen, was, warum, weshalb, wieso, weil ich mir nicht sicher bin, woher das jetzt wirklich alles gekommen ist, ob das wirklich nur von den Produkten kam oder auch ein bisschen stressbedingt war. Und ich will die Produkte hier nicht diffamieren, bevor ich mir da nicht ganz sicher bin. Aber Fakt ist, ich hatte echt Hautprobleme bekommen. Meine Poren waren irgendwie nicht mehr so
fein wie sonst. Sie waren irgendwie gröber und überhaupt sah meine ganze Haut gröber aus und irgendwie verbrauchter und nicht straff und sondern irgendwie so müde und schlapp und ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Meine Haut war nicht schön. Selbst wenn die Hautunreinheiten nicht gewesen wären, sie war nicht schön. Sowas habe ich wirklich seit der Teenagerzeit überhaupt nicht mehr gehabt und das war überhaupt nicht cool. Ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt und ich habe dann immer fleißig Rosenwasser, habe die Pflege auch sehr wieder auf meine alten Produkte zurückgestellt, minimiert, habe meine Haut wirklich sehr viel auch in Ruhe gelassen und mittlerweile ist es schon wieder sehr, sehr gut. Bis auf diesen Ausschlag, aber der ist halt was anderes. Das hat mit Unreinheiten nichts zu tun. Aber ansonsten alles wieder super und das Rosenwasser hat da schon ordentlich zu beigetragen. Also für mich absolut nicht wegzudenken und ich gucke auch immer mal nach Angeboten, wenn es das mit -20% gibt oder bei Amazon reduziert ist. Oder neulich war es bei, ich glaube, Douglas so krass reduziert und dann hatte ich nochmal Prozente gehabt und also das war super. Ich habe dann für so ein Fläschchen, glaube ich, 7 € oder so bezahlt. Da habe ich mir auch gleich 10, 12 Stück gekauft, weil ich die ja immer benutze. Also ich liebe es. Dann habe ich noch ein Waschmittel aufgebraucht von Denkmit, das Black Sensation für schwarze Wäsche. Habe ich momentan überhaupt nicht da, werde ich mir mal wieder nachkaufen, weil ich auch sehr viel schwarze Wäsche habe, also so Unterwäsche von mir oder auch von meinem Mann ist eigentlich sehr, sehr, sehr viel schwarz. Von den Kindern ist da jetzt fast nichts dabei, höchstens meine Leggings, also sonst nichts, aber ich habe ja viel schwarz, mein Mann hat auch viel schwarz, gerade auch bei der Unterwäsche, bei den Strümpfen, deswegen muss ich mir das demnächst mal wieder kaufen. Es geht auch ohne, aber ich finde es nicht schlecht. Und dann habe ich natürlich aufgebraucht mehrfach, weil ich habe sehr, sehr viel gewaschen, von Denkmit die Farb- und Schmutzfangtücher. Ich weiß nicht, wer ohne waschen kann. Es machen bestimmt viele, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil bei mir sind sie immer etwas verfärbt. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber selbst bei Wäsche, wo es heißt, färbt nicht, habe ich einen leichten Grünstich oder Rotstich immer wieder mit drauf. Und ich weiß noch, wie mir Sachen verfärbt sind. Meine Mutter hat die nämlich nicht benutzt. Und ich hatte eine Hose mit in der Wäsche, die blau-weiß gestreift war. Und die Streifen waren danach einfach blau, hellblau-grau, nicht mehr weiß. Und das ist dann immer ärgerlich. Ist jetzt nicht schlimm. Ich habe mich dran gewöhnt. Jetzt sieht sie halt so aus. Aber ich muss sowas immer benutzen, eben weil ich ja bei den Kindern so viel mit Farbe habe. Dann habe ich aufgebraucht bzw. entsorgt von John Frieda Brilliant Brunette Deeper Glow. Shampoo und so eine farbvertiefende Anwendung, irgendein Treatment, ja, so eine Art Haarkur. Brauche ich nicht mehr, weil meine Haare unten jetzt aufgehellt sind. Noch nicht so krass. Das wird demnächst wahrscheinlich noch ein bisschen heller beim Friseur. Aber trotzdem sind sie aufgehellt und das ist schon mit sehr starkem Braunfaktor. Das merke ich auch, das färbt mir sogar die Hände ein und das passt jetzt einfach nicht mehr. Ich möchte hier unten natürlich keine Flecken drauf haben, deswegen habe ich das jetzt entsorgt. Schade eigentlich, Produkt war nicht schlecht, aber ist auch nicht mehr viel drin und kommt jetzt weg. Und dann habe ich aufgebraucht von Alverde Shampoo, Spülung und Haarkur Bio-Rohrzucker. Ich habe seit langer Zeit mal wieder Alverde probiert. Also ich habe früher auch Naturkosmetik bzw. Naturprodukte versucht für die Haare. Das war, als ich mit Henna gefärbt habe. Da soll man das ja auch tatsächlich machen. Man soll dann ja tatsächlich alles, was so silikonhaltig ist, meiden, damit die Farbe auch besser hält. Und ich habe damals damit gewaschen und kam auch ganz gut klar, aber mein Haar war halt damit auch ein bisschen strubbelig und ich fand, ich kam nicht so gut damit klar. Ich habe gedacht, Silikone sind für mein Haar vielleicht nötig, weil es so kraus ist, weil es so rau ist. Vielleicht brauche ich es. Aber jetzt muss ich sagen, wo ich die Haare abgeschnitten habe und das ganze Kaputte raus ist, diese 5-6 Mal Blondierung und Färben und hin und her und Hickehacke, wo das alles raus ist, komme ich mit den Alverde-Produkten super zurecht. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Ich fand das gut. Ich benutze im Moment eine andere Reihe, aber auch damit bin ich sehr zufrieden. Und ich glaube, dass ich für die Haare, wenn alles aufgebraucht ist, was ich habe an Shampoo, auch tatsächlich da hängen bleibe. Weil ich finde es gut, dass es Naturkosmetik ist. Ich finde sowas grundsätzlich gut. Ich könnte nur nicht komplett auf Naturkosmetik umstellen, auch nicht im Schminkbereich. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Ja, und ich muss sagen, damit war ich super zufrieden. Also die waren richtig, richtig gut. Ich mag sie. Gut, die Haarkur, ja, war in Ordnung. Bei Haarkuren bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich so das Nonplusultra ist. Es war in Ordnung, aber ob es jetzt wirklich so eine krasse Wirkung hatte, wie jetzt eine richtig teure Haarkur, dann nutze ich ja auch gerne mal was mit Olaplex oder Keraplex oder auch mal was vom Friseur. Die finde ich dann schon noch einen Ticken besser als Haarkur. Aber so als Shampoo, Spülung, muss ich sagen, war ich super zufrieden damit. Also ganz toll. Werde ich dann eventuell noch dabei bleiben, wenn ich erstmal alles aufgebraucht habe. Und dann habe ich noch eine Seife aufgebraucht und zwar von Balea, die Cremeseife Cozy Thailand. Kokosmilch und Lotus. War vom Duft her nicht schlecht. Mir ein bisschen zu
pudrig, muss ich fast sagen. Als es so krass heiß war, da fand ich fruchtige Seifen ansprechender. Das war mir da ein bisschen zu cremig. Aber es ist ein super schöner Duft. Blumig, aquatisch und eben ein Hauch von Kokos. Also richtig schön. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Dann haben wir eine Zahnpasta aufgebraucht. Einfach hier von Sensodyne. Nichts Besonderes. Hat ihren Dienst getan. War okay. Dann habe ich noch eine Seife aufgebraucht von Balea, die Cremeseife Relaxing Borley. Die hatte ich schon mehrfach, die ist wirklich super. Java, Apfel und Guave. Also die riecht wirklich toll. Das ist ein ganz, ganz toller, fruchtiger Duft. Also richtig, richtig schön. Also die mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich verschiedene Nagellackentferner aufgebraucht. Und zwar einmal von Ebelin, den acetonfreien mit Mandelduft. Und von Isana, auch den acetonfreien, aus der Enjoy Summer Limited Edition. Aber war jetzt nichts Besonderes, also war ein Nagellackentferner. Hat vielleicht einen Hauch von fruchtig drin, aber ansonsten nichts Besonderes. Aber ist okay und ich nehme immer acetonfreien Nagellackentferner. Dann habe ich aufgebraucht von Frosch das Himbeerspülgel. Ist mir immer noch am liebsten. Ich hatte zwischendurch auch mal was von Denk mit, aber irgendwie hat mir das nicht so zugesagt. Und ich bin dann doch wieder zurück zu Frosch und das Himbeerspülgel. Finde ich nach wie vor toll, dieser frische, leckere Himbeerduft, ganz, ganz toll. Und das mögen wir tatsächlich am liebsten. Und das hält sich jetzt schon viele Monate bei uns. Also öfter wurde gewechselt und es war immer mal was anderes. Aber seit das Himbeerspülgel von Frosch da ist, muss ich sagen, das hat sich hier festgekrallt. Also das gefällt uns beiden richtig, richtig gut. Dann habe ich auch wieder aufgebraucht von Weleda Calendula Waschlotion und Shampoo. Benutze ich für die Kinder. Bin damit super zufrieden. Ich mag auch den Duft. Er war am Anfang gewöhnungsbedürftig, weil man war so die anderen Düfte gewöhnt von den anderen Marken, die ein bisschen sanfter sind. Und das ist auch sanft. Aber ich kann auch nicht mal sagen, wonach es riecht, weil dieses Calendula, es riecht, im ersten Moment kam es mir ein bisschen streng und sehr kräftig vor, aber auch sanft und mild. Also schwer zu beschreiben, aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und ich mag den Duft richtig gerne. Und ich habe auch das Gefühl, dass es der Haut gut tut. Weil beide ja ein bisschen Ausschlag hatten am Anfang. Ja gut, bei Hannah war es der Babyschopf, das kann man nicht sagen. Aber Annabelle hier. Und ich habe das Gefühl, dass das besser ist als das Penatenbad. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, vielleicht hat es auch miteinander nichts zu tun. Aber ich bin der Meinung, dass es auf jeden Fall nicht schaden kann. Es ist Naturkosmetik, also super. Wir sind happy, es riecht gut, die Kinder mögen es. Wir sind damit sehr zufrieden und wir werden auf jeden Fall dabei bleiben. Auch wenn es natürlich ein bisschen mehr kostet. Also teuer ist es schon, aber wir finden es gut. Dann habe ich noch eine Seife aufgebraucht und zwar das Hygienehandgel von Balea. Hatte ich noch am Wickeltisch stehen und habe ich jetzt endlich mal leer gemacht. Finde ich auch toll, diese Riesenspender, muss ich sagen. Früher kannte ich das nur in den kleinen Tuben für unterwegs, auch super. Aber diese Riesenspender finde ich auch gut, gerade so im Winter. Da kaufe ich vielleicht gar nicht mal unbedingt immer die Arztseife, sondern normale Seifen und stelle mir lieber noch so ein richtiges Hygiene-Handgel, so ein antibakterielles Handgel hin. Finde ich eigentlich nicht schlecht, weil man das immer mal so im Vorbeigehen auch benutzen kann. Im Winter, in der Erkältungszeit, finde ich sowas echt nicht schlecht. Und da habe ich auch immer die Kleinen dabei. Immer. Ja, also finde ich gut. Dann habe ich noch einmal Kontaktlinsenflüssigkeit aufgebaut und zwar von Opti-Free, die Pure Moist. Also habe ich immer sehr gerne benutzt. Im Moment habe ich von Visomax was da, weil ich bei DM war und es da mitgenommen habe. Aber ich habe auch immer gern dieses Opti-Free benutzt. Das habe ich mir immer bei Fielmann gekauft oder halt online. Also finde ich sehr gut. War ich immer sehr zufrieden mit. Dann habe ich wieder meinen Augenbrauenstift aufgebraucht von NYX, den Microbrow Pencil. Ich finde ihn immer noch nicht so gut wie den von Anastasia Beverly Hills, muss ich sagen, den Brow Vista. Der ist nur ein Ticken besser, weil ich finde ihn ein Ticken härter. Die Bürstchen finde ich super. Nur der Stift selber ist ein bisschen weicher als der von Anastasia. Und den von Anastasia finde ich noch ein Ticken besser. Aber der kostet halt mal, was kostet er? 32 Euro? 29 Euro? Ich weiß es jetzt überhaupt nicht. Ich glaube 32. Und der kostet halt mal nur 12. Also für den Alltag reicht mir der auch vollkommen aus. Und der Anastasia ist schon uselig teuer. Ich meine, man kann es machen. Ich habe auch immer mal in irgendwelchen Aktionen mit 20% mir dann 2, 3 gekauft. Ist auch okay. Und für besondere Anlässe, aus welchen Gründen auch immer, benutze ich lieber den von Anastasia. Aber so für den Alltag mittlerweile habe ich mich sehr an den gewöhnt. Und ich werde ja auch irgendwann dieses Microblading wahrscheinlich machen. Also dass ich mir die Augenbrauen tätowieren lasse, also so dauerhaft. Das finde ich schon eine tolle Sache, aber ich habe ja in irgendeinem Vlog schon mal gesagt, das dauert noch ein bisschen. Ich habe mir das so als Goodie aufgespart, wenn ich ein paar andere Sachen erreicht habe.
Dann bekomme ich das von meinem Mann, freue ich mich schon sehr drauf. Vorm nächsten Urlaub will ich es eigentlich auf jeden Fall machen. Ja, aber so für den Alltag finde ich den richtig gut. Und dann habe ich noch aufgebraucht hier dieses Arganöl für die Haare in diesen kleinen Größen. Ich mag das total gerne. Ich will mir immer eine größere Tube kaufen, aber ich habe noch so viele von den kleinen. Deswegen brauche ich die jetzt erstmal auf. Und ich vergesse halt auch immer, mir was zu bestellen. Das ist das Nächste. Ich denke immer, du musst dir jetzt mal die große Packung kaufen und dann vergesse ich es doch wieder. Aber ich liebe es, denn wenn meine Haare gemacht sind und ich einfach so ein kleines bisschen Öl reingebe, das wirkt wirklich Wunder. Die sind dann viel sprunghafter, viel geschmeidiger, auch die Locken. Also ganz, ganz toll. Dann habe ich aufgebraucht eine große Liebe von mir. Es war eine Limited Edition, aber ich glaube, ich habe sogar noch was davon. Von Balea, das Body Gel Aloe Vera. Fand ich richtig cool. Ich hatte mal so eine kleine Tube von Balea. Also so ein Tiegel mit auch so einem Gel. Und das fand ich schrecklich, weil danach, ich habe mich eingecremt und alles war so pappig. Es war so klebrig. Ja, und das Gefühl hatte ich hier zuerst auch an meinen Händen. Aber auf der Haut ist es super schnell eingezogen und hat auch so einen kühlenden Effekt gehabt. Die Haut war super glatt und fühlte sich gepflegt an, gekühlt an. Es war richtig toll. Und an den Händen hat es dann auch wieder nachgelassen. Und ich muss sagen, ich bin damit super zufrieden gewesen. Ich habe mir davon, glaube ich, noch 2 oder so nachgekauft, weil ich die richtig, richtig gut fand. Aloe Vera Produkte allgemein und das war jetzt mal relativ günstig und wirklich sehr, sehr gut. Dann habe ich noch aufgebraucht, anscheinend 2 Produkte, genau, von Nature Box, das Shampoo und die Haarkur mit Avocadoöl. Finde ich auch nach wie vor sehr gut. Ich komme damit sehr, sehr gut zurecht, also überhaupt kein Stress. Und ich denke, selbst wenn ich von Alverde Shampoo und Spülung benutze, könnte es durchaus sein, dass ich mir die Haarkur nochmal hole, weil die Haarkur fand ich wirklich richtig gut, muss ich sagen. Shampoo, Spülung sind ja relativ, naja, was heißt relativ teuer? Teuer, es kostet ein paar Euro auf jeden Fall mehr als das von Alverde und ich bin mir jetzt einfach nicht sicher, ob ich es von der Wirkung her jetzt so viel besser bei mir finde. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Also ich finde es gut, aber das von Alverde finde ich genauso gut, deswegen werde ich wohl erstmal dabei bleiben. Aber die Haarkur kaufe ich mir vielleicht nochmal, weil die war wirklich sehr, sehr gut. Dann haben wir noch ein Veleda-Produkt aufgebraucht, und zwar das Cremebad für die Kinder. Gilt das gleiche wie für Shampoo und Waschlotion, sind wir super zufrieden mit. Und noch eine Seife von Fahr. Habe ich normalerweise nicht, aber ich war, glaube ich, bei Real einkaufen und die hatten die gerade im Angebot und ich brauchte dringend eine Seife, deswegen habe ich mir die mitgenommen. Auch mit antibakteriellem Effekt, und zwar in der Duftrichtung Limette. Mag ich ja auch sehr gerne im Sommer, wenn es warm ist. Dann noch ein Duschgel, und zwar von Isana, Gurke und Aloe Vera. Hat mein Mann aufgebraucht. Ist ein sehr schöner Duft, einfach nur sehr saftig, frisch, kühl. Und so ein bisschen wässrig nach der Gurke. Man riecht richtig die Schale von dieser Salatgurke. Also auch ganz toll, mag ich sehr gerne. Hat mein Mann aufgebraucht, weil wir ja so viel aufzubrauchen haben. Leider sehr viel aus der winterlichen Richtung. Deswegen musste ich mir im Sommer jetzt mal ein paar neue Sachen besorgen, weil so Pflaume, Zimt war jetzt für den Sommer doch nicht das Richtige. Aber wir hatten noch so ein paar neutrale, frische Düfte und die hat mein Mann aufgebraucht, dass er da auch ein bisschen dran mitarbeitet. Die habe ich ihm gegeben, er benutzt es gerne und dann ist okay. Und ich habe noch aufgebraucht von Nivea Take Me to Cuba mit Passionsflower Duft, war eine Limited Edition. War schön, muss ich sagen. Also es hatte den typischen cremigen Nivea Duft und dann auch einen Hauch von dieser Passionsfrucht mit drin. Also steht zwar Passionsflower-Duft, aber ich finde, es riecht so ein bisschen nach Passionfruit. So ein bisschen wie meine Yankee-Candle-Kerze, Passionfruit. Also sehr fruchtig, sehr frisch. Also war ein schöner Duft, hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich noch unter Schmerzen aufgebraucht von Trackle Moon, die Duschcreme Nutmeg Coffee Cake. Fragt mich nicht, warum ich die damals gekauft habe, weil ich wahrscheinlich auf Kaffeedüfte stehe. Ich liebe es, wenn was nach Kaffee riecht. Ich trinke ja kaum Kaffee. Seit wir den Vollautomaten haben, tatsächlich ein bisschen mehr, aber immer noch nicht sehr, sehr viel. Und das ist eher so ein, ja, so ein richtig Cappuccino, so 80 Milch, 20 Kaffee, ja. Sowas trinke ich mal ganz gern oder so ein Eiskaffee, aber ich bin jetzt kein großer Kaffeetrinker. Ich probiere immer gerne mal, aber ich bin kein großer Kaffeetrinker. Aber ich liebe den Duft nach frischem Kaffee, das liebe ich wirklich. Und allein deswegen könnte ich eigentlich eine normale Kaffeemaschine haben, einfach um immer Kaffee durchlaufen zu lassen, weil es riecht so lecker. Und ich musste das damals mitnehmen. Das riecht auch irgendwie cool, aber ja, es riecht schön, schön nach Kaffee. Und damals fand ich das so toll, dass ich es einfach mitnehmen musste. Aber ich habe jetzt nochmal dran gerochen und habe irgendwie gedacht, boah, bist du denn des Wahnsinns? Es ist zwar ein angenehmer Duft, aber dann auf der Haut die ganze Zeit, warum hast du das gekauft? Ja, die Bodylotion habe ich tatsächlich weggetan, weil das ging gar nicht. Aber
Das habe ich jetzt aufgebraucht, aber das würde ich auch nicht nachkaufen, weil der Duft ist, das ist einfach zu krass. Also das ist selbst mir zu viel gewesen. Also nein. Dann habe ich noch eine Bodylotion von Balea aufgebraucht. War eine Limited Edition, aber ich glaube vom letzten Jahr oder vom vorletzten sogar. Ich weiß es nicht. Und zwar Magic Fairy Tale mit Himbeer- und Magnolienduft. Habe ich damals gut gefunden und mitgenommen. War auch okay. Riecht ein bisschen blumig und auch fruchtig nach Himbeere. Aber war nichts Besonderes. Also war in Ordnung, aber wäre jetzt kein Nachkaufprodukt für mich. Und dann habe ich noch eine Dusche aufgebraucht, die ich damals auch so toll fand, dass ich sie mir gleich mehrfach gekauft habe. Und zwar von Balea, die Regenbogendusche. No. Duftet nach Sternchen und Wölkchen. Ja. Oder nach Zucker. Einfach mal nach Zucker. Nicht nach Zuckerwatte, weil es keine gebrannte Note hat, aber schon schön zuckrig. Milchig, zuckrig. Also es ist ein schöner Duft, aber ich habe es auch ein bisschen zu oft benutzt schon. Also ich bräuchte es jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich habe es aber nochmal. Aber nach wie vor bleibe ich dabei. Die Verpackung ist unglaublich süß. Also die Verpackung finde ich super gelungen und total hübsch. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Die Verpackung 1A. Dieses kleine, süße Einhorn. Also total cool. Ja, was habe ich denn dann da noch? Ich habe aufgebraucht einmal meine Foundation von Catrice, die Liquid Coverage. Die finde ich auch nach wie vor toll. Die mag ich nach wie vor am allerliebsten. Also ist eine super Foundation. Ich komme damit super klar. Ich brauche eigentlich auch nichts, was mehr deckt. Also ich finde die top. Alles super. Und dann habe ich nicht aufgebraucht, sondern gerade in Verwendung. Das ist nur die Verpackung von Nuvega Lash, das Wimpernrevitalisierungsserum. Finde ich sehr gut. Habe jetzt lange Zeit kein Wimpernserum benutzt. Ich bin ein bisschen schludrig gewesen. Ich hatte sehr lange Wimpern. Jetzt sind sie kürzer gewesen. Das ist mir neulich irgendwie so richtig aufgefallen. Weil ich glaube, in der Zeit, als ich so starken Haarausfall hatte, ich habe auch einige Wimpern gelassen, gerade die langen. Und neulich habe ich so in den Spiegel geguckt und gedacht, boah, deine Wimpern sind aber irgendwie kürzer als sonst. Die waren da so krass lang. Wenn ich so geguckt habe, gingen so fast bis hoch zur Augenbraue. Und jetzt habe ich gedacht, oh, die sind aber kürzer geworden. Deswegen nehme ich jetzt mal wieder das Wimpernserum. Und ich mag von Nuvega Lash das Wimpernserum sehr, sehr gern. Das ist auch komplett vegan. Also mag ich sehr. Hatte ich nämlich mehrfach in der Glossy Box. Und finde ich toll. Also tolles Produkt, mag ich sehr gerne. Und ich finde auch, dass es funktioniert. Dann habe ich auch gebraucht einmal so einen Duft fürs Bad mit diesen Rosenholzstäbchen. Und zwar war das die Duftrichtung Ocean. Das habe ich bei Action gekauft. Das waren 30 Milliliter. Ich fand es halt süß. Das hat gekostet, ich glaube, 80 Cent oder so. Und ich dachte, naja, man kann es ja mal probieren. Und ich fand es halt einfach drollig, weil das so ein süßes kleines Mini-Fläschchen ist. Aber tatsächlich, die Wirkung ist gleich null. Also, wenn man so mit der Nase rangeht, hat es Duft, ja. Ist auch ein angenehmer, frischer Duft. Auch nicht zu toilettenartig, also schon schön. Gefällt mir auch gut. Und das eine Mal, als ich in unser Bad rein bin und ich, ihr kennt ja unser Bad, das ist ja wirklich nicht groß. Es hat, glaube ich, 4 oder 5 Quadratmeter. Größer ist das Bad nicht. Also es ist wirklich nicht groß, es langt, aber es ist nicht sehr groß hier in der Wohnung. Und ich habe es fast nicht gerochen. Vielleicht liegt das auch an der Belüftung. Ich weiß es nicht, aber ich habe wirklich fast nichts wahrgenommen. Das eine Mal bin ich rein und habe wirklich einen Hauch gerochen. Das war schön, aber es ist sehr, sehr schwach. Ich kann es nicht empfehlen. Es waren jetzt nur ein paar Cent und es war auch nur ein Test. Und ich habe mir davon für 80 Cent jetzt auch nicht die Welt versprochen. Aber es ist wirklich, dass man so gar nichts riecht, ist schon ein bisschen schade. Deswegen würde ich mir nicht nochmal kaufen. Dann habe ich aufgebraucht bzw. probiert etwas aus dem Bereich Küche. Und zwar gab es von Actimel was Neues. Papaya Honig Minze. Und die fand ich richtig toll. Actimel ist jetzt nichts, was ich aus Überzeugung trinke, aber ich nehme es mir ab und zu mal mit, weil ich gemerkt habe, dass ich mir eher zwischendurch mal so ein Actimel wegtrinke, als einen Joghurt zu essen. Und ich glaube, ich habe es schon in irgendeinem Video mal gesagt, dass wir einfach ein bisschen mehr wieder auf die Ernährung gucken müssen. Ich muss auch dringend abnehmen. Und bei mir liegt einfach vieles daran auch, dass ich falsch esse, dass ich den ganzen Tag das Essen vergesse und dann abends alles rein, was geht, ne? Und da geht einiges abends. Und das ist nicht gut. Deswegen möchte ich mir angewöhnen, jetzt öfter am Tag so Kleinigkeiten zu mir zu nehmen, kleine Snacks. Und auch wenn ich müde und schlapp bin, was einfach auch am mangelndem Sport liegt, und auch am Wetter, klar,
nichts Süßes immer, sondern lieber mal sowas. Und einen Joghurt nehme ich mir irgendwie nicht immer und setze mich hin und esse den. Aber so ein Actimel nehme ich mir gerne mal, trinke mir das weg und gut ist. Und ich muss sagen, darauf war ich neugierig, weil Papaya, Honig und Minze. Und ich liebe ja alles, was so mit Minze ist. Und es gab auch noch eins, aber das habe ich hier leider nicht aufbewahrt. Das war das zweite neue, irgendwas mit Thymian. Ich glaube mit Himbeere, Thymian. Also auch sowas Beeriges. Und dann war eben was Kräutriges mit drin. Also super lecker. Finde ich toll. Habe ich mir auch nochmal mitgenommen. Dann habe ich aufgebraucht einen Cognac-Sponge, und zwar den hier. Der sieht gerade schlimm aus, weil er in der Tüte lag. Der ist ein bisschen verfärbt jetzt. Ich benutze den ja seit einiger Zeit. Der erste, den ich hatte, war von, ich glaube, Spa4U. Da war in der Glossy Box. Und die habe ich jetzt bei... Nee, die sind nicht von TK Maxx, sondern das war mal einer von Amazon. Und ich für meinen Teil finde, dass die Cognac-Sponges, die man so für 5 Euro, 4 Euro bekommt oder auch bei Amazon im Doppelpack mal für 11 Euro absolut in Ordnung sind. Es gibt auch Firmen, die verticken die für 20 Euro oder mehr, und ich persönlich für meinen Teil kenne beides und ich finde, das ist unnötig. Ich finde, es muss nicht sein, aber es muss jeder für sich selber wissen. Ich hatte vorher den schwarzen Schwamm mit, ich glaube, Bambuskohle. Ich glaube, ich fand den ein bisschen besser als den hier. Das ist jetzt rosa Tonerde. Ich glaube, dass mir der mit Bambuskohle ein bisschen mehr zugesagt hat. Aber kann vielleicht auch einfach daran liegen, dass mir der von Spa4U jetzt besser gefallen hat als der. Wobei, das glaube ich noch nicht mal. Ich glaube wirklich, dass dieser schwarze vielleicht eher mein Ding ist. Aber ich habe jetzt halt mal den aufgebraucht. Und wie ihr seht, so sieht das aus, wenn der überfällig ist. Also der hat sich schon komplett aufgelöst. Ja, könnt ihr den mal sehen. Also so sieht der aus, wenn man den aufmacht. Ja, also der ist überfällig. Also den habe ich aber auch schon länger als 8 Wochen jetzt benutzt. Also den habe ich ja vor dem Urlaub benutzt, im Urlaub benutzt. Aber ich hatte jetzt halt keinen anderen dabei. Deswegen habe ich den jetzt aufgebraucht. Aber der geht, wie gesagt, komplett auf. Ne? Also da seht ihr den mal, wie das aussieht, wenn so ein Sponge sich auflöst. Aber ich glaube, ich habe euch das auch schon mal in dem Video gezeigt. Man sagt ja, man soll die auskochen ab und zu wegen der Hygiene. Habe ich probiert, einwandfrei, überhaupt kein Thema. Ob die Haltbarkeit im Kühlschrank länger wird, das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert, weil ich vergesse einfach, den Kühlschrank zu legen. Ich wollte immer, aber ich vergesse es halt. Ne? Und ansonsten aber ein Produkt, ohne das ich gar nicht mehr leben möchte. Also der Cognac Sponge gehört bei mir dazu. Große, große Liebe. Und Hand in Hand mit dem Cognac Sponge kam ein anderes Produkt, von dem ich erst gar nicht so angetan war. Und zwar hatte ich es in der Look Fantastic Box gehabt. Und zwar von Erno Laszlo. So eine, ja, wie heißt das? Detox Sea Mud Deep Cleansing Bar. Also Seife. Ein Stück Seife. Hat aber, glaube ich, auch so einen leichten Peeling-Effekt. Gedacht ist das so, dass man dieses Seifstück nimmt, glaube ich, wie ich es verstanden habe, und sich damit das Gesicht reinigt, weil das auch so einen Peeling-Effekt hat. Also so habe ich es verstanden. Habe ich auch gemacht und war damit auch super zufrieden. Also die Wirkung von dieser schwarzen Seife war toll. Meine Haut war super. Ich komme damit super zurecht. Seifenstücke mag ich überhaupt nicht. Ist Geschmackssache, aber dann braucht man so ein Seifenschälchen dafür und ich finde, das ist immer so eine Sauerei. Also ich stehe auf Handseifen dieser Art leider gar nicht. Wobei ich mir da jetzt wirklich eine Ausnahme mache, weil ich habe dann irgendwann angefangen, den Sponge zu nehmen. Also ich habe mir damit das Gesicht so ein bisschen eingerieben, so ein bisschen. Und dann bin ich mit dem Sponge darüber. Und das zusammen war eine Kombination, wo ich sagen muss, Bombe. Mein dunkler Sponge und das hier zusammen, das war super. Meine Haut war, also man ist drüber gegangen und die hat gequietscht. Die war so sauber und trotzdem hat es mich nicht so gespannt. Beziehungsweise ein bisschen an manchen Stellen, weil es halt wirklich eine Seife ist. Aber das war es mir wert, weil ich fühle mich damit so wohl und meine Haut ist so toll gewesen, also ganz toll, super. Habe ich mir nachgekauft, die sind ja sehr, sehr teuer. Ich glaube, normalerweise kostet die Originalgröße, also es sind ja nur 17 Gramm. Die Originalgröße sind, Augenblick, 100 Gramm. Und die kosten 40 Euro, glaube ich. Ich habe allerdings ein Angebot gehabt, da habe ich sie für 28 bekommen, da habe ich mir 3 Stück gekauft. Einmal die schwarze nochmal. Dann die blaue, das ist Firm and Lift. Und dann noch weiß, ich glaube, das ist Brightening gegen Pigmentflecken oder so. Habe ich jetzt an sich nicht, aber ich dachte mir vielleicht dann so, wenn der Winter kommt, wenn man dann blasser wird und man dann vielleicht nochmal dieses Brightening benutzt. Keine Ahnung, ob es einen Effekt hat. Ich habe es mir halt einfach mal mitgenommen. Ich dachte, für den Preis probiere ich mal was durch. Ich mag die blaue auch sehr gerne. Ist super, aber ich glaube, dass ich die schwarzen Ticken besser fand. Glaube ich, ist schwer zu sagen. Reinigen tun sie alle gut. Ich bin auch damit sehr zufrieden, aber ich glaube, wenn ich zwischen den beiden jetzt wählen müsste, würde ich schwarz nehmen.
Ja, aber auf jeden Fall super, super toll. Die kommen auch in einer eigenen Verpackung. Also die kommen nicht einfach nur so als Seifenstück, sondern die sind in einer Verpackung drin. Kann man aufschieben, so eine Plastikverpackung. Auch wieder Umwelt, aber eine saubere Sache, wie ich finde. Man muss also, wenn man sich das kauft, nicht so ein Seifenschälchen haben, sondern das kommt in einer Verpackung, wo man es auch drin lassen kann. Und die Verpackung sieht bei mir jetzt ein bisschen urselig aus. Ach, Moment, ich zeige sie euch einmal kurz. So, da bin ich wieder. Und zwar sieht das so aus. Nicht wundern, wenn das ein bisschen versifft aussieht. Ich benutze es halt sehr, ja, ich muss es ein bisschen sauber machen demnächst wieder, sagen wir es mal so. Und das funktioniert folgendermaßen. Die Seife liegt da drin und ihr könnt dieses Seifenschälchen einfach hier aufschieben und dann ist hier die Seife drin. Warum das bei mir so aussieht, ich kann die auch gar nicht mehr rausholen, weil ich benutze das nicht so, dass ich die Seife raushole und mein Gesicht abwasche, sondern ich nehme das, nehme meinen Sponge, mache den feucht und hole mir dann hier die Seife und mache dann mein Gesicht sauber. Dementsprechend sieht es hier drin auch aus. Ich muss das an den Seiten mal wieder reinigen, aber das ist gerade frisch aus dem Urlaub. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Aber ich finde das super praktisch. Das hält auch lang. Ich habe das jetzt schon wirklich lange in Gebrauch und das wird auch noch eine ganze Weile halten. Und daher kann ich auch mit der Plastikverpackung leben. Und ich finde es einfach super praktisch, dass man sich dafür nicht eine extra Seifenschale kaufen muss. Finde ich toll, weil ich zum Beispiel hatte sowas gar nicht. Ich muss erstmal gucken, wo ich das hinlege. Und dann liegt das so offen im Raum rum. Und das finde ich halt auch nicht schön. Und die Seifenschalen musst du dann auch mal gleich sauber machen, weil sonst sieht es einfach nur aus. Und das ist eine saubere Sache. Es wird zugemacht, es ist verpackt und super ist. Und wie gesagt, ich benutze es ja auch nicht so, dass ich das Ding raushole, sondern ich rubbel das, ich benutze das da drin auf quasi, wenn man so will. Ja, also ich finde es toll. Ich liebe die Produkte von Erno Laszlo und die haben natürlich auch noch viele andere Produkte, die toll sind, aber schon relativ teuer. Was heißt, die toll sind? Ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber die interessant klingen. Ob dringend nötig, weiß ich nicht, weil ich habe ja auch andere Produkte für meine Haut, mit denen ich super zufrieden bin. Aber für die Reinigung, muss ich sagen, finde ich das top. Also ich glaube, ich werde auch davon nicht mehr weggehen, weil ich bin damit einfach super happy. Also tolles, tolles, tolles Produkt. Dann habe ich noch Badespaß für Kinder aufgebraucht und zwar von TT Sept hier diese Packungen. Und zwar einmal hier das Einhorn, Schaumbad Einhorn, das ist mit Erdbeerduft. Dann Badeperlen Weltraumheld, da weiß ich überhaupt nicht genau, was, nach was das riecht. Ach hier, fruchtige Melone, genau. Dann habe ich hier noch Badeperlen Feenland mit Glitzerspaß, das war so ein bisschen Glitzer. Das ist Erdbeer auch und dann einmal mein Panda, das ist mit Orange. Ja, und die sind eben alle zwar mit Lebensmittelfarbe, frei von Silikonen, Paraffinen und Mineralölen. Gesund und bunt steht da drauf. Ja, Annabelle mag das halt, wenn sie diese kleinen Packungen hat, aus denen sie sich dann ihren Panda oder ihr Einhorn, ihre Prinzessinnenbart oder sowas auswählen kann. Dann habe ich auch wieder den Wäscheduft von Lenore aufgebraucht und zwar die türkise Variante, die Duftrichtung Fresh. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich finde den Duft toll, ich finde es aber nicht sehr ergiebig. Ich finde einfach, für das, was man da bekommt, finde ich den Preis sehr hoch und ich brauche ja schon so eine richtige Kappe voll, damit sich das überhaupt rentiert in der Wäsche und man hat auch immer relativ schnell sehr viel Verpackungsmüll. Also überall kann ich ihn auch nicht vermeiden, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich mag meine Düfte, ich mag mein duftes Zeug und ich werde auch nicht komplett darauf verzichten, aber ein bisschen schaue ich schon und ich muss sagen, da hat man schon immer sehr viel Verpackungsmüll, einfach weil es sich, weil es einfach nicht sehr lange hält. Es gibt aber andere Varianten, wie man Wäsche ein bisschen Duft verleihen kann. Da gibt es ja die verschiedensten, auch flüssigen Möglichkeiten. Und da werde ich mir demnächst mal wieder was Neues besorgen. Denn das ist, wie gesagt, vom Duft her angenehm. Aber ich finde, von der Verpackung her und von der Menge her und vom Preis-Leistungs-Verhältnis lohnt es sich eigentlich nicht wirklich. Ich habe bei meiner Mutter jetzt neulich wieder was anderes benutzt, was ich auch früher gehabt habe. Und damit war ich super zufrieden. Und da fällt mir auch gerade der Name nicht ein. Das gibt's doch nicht. Mir fällt heute nichts ein. Egal, wenn es gekommen ist, werde ich es euch wieder zeigen. Und ich denke, das werde ich mir nachkaufen, weil das ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis und von der Lebensdauer her einfach, finde ich, rentabler als das hier. Aber vom Duft her wirklich sehr, sehr schön. Dann habe ich ja vor einiger Zeit ein Live-DM-Haul gemacht. Ich glaube, nicht der letzte, sondern der davor. Ich weiß es nicht mehr. Wo ich gesagt habe, ich möchte ein neues Waschmittel probieren. Mal was ganz ökologisches. Und da habe ich mir von Seventh Generation eins mitgenommen. Das hier. Neu bei DM war das, glaube ich. Und zwar habe ich jetzt für sensible Haut genommen, ohne irgendwelche Duftstoffe. Das ist ohne Duftstoffe, Farbstoffe und optische Auffäller in der Duftrichtung Fresh and Clear. Genau. Und es ist einfach so,
ich fand es sehr ansprechend, weil 97% pflanzenbasiert und ich bestehe aus 100% recyceltem Plastik. Das fand ich natürlich sehr ansprechend. Ich dachte, ich versuche es einfach mal. Ich muss aber sagen, dass es nicht allzu gut angekommen ist. Ich muss ja auch einiges davon benutzen, denn wir haben ja sehr kalkhaltiges Wasser. Da muss man ja dann doch immer eine etwas größere Menge nehmen. Der Duft ist auch im negativen Sinne öko. Tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen. Das riecht wie aufgeweichte Pappe oder sowas. Oder Pappe, die man so ein bisschen in Kleister hat, nur ohne diese Schärfe dabei. Also es riecht wirklich komisch, so ein bisschen wie Knete. Also ich muss sagen, ich habe mir ja gedacht, ist nicht so wild, kannst du ja trotzdem mal probieren. Aber es kam überhaupt nicht gut an. Annabelle fand es komisch, meine Mutter fand es gar nicht gut. Na gut, die wohnt hier nicht, da ist es nicht so schlimm. Aber auch mein Mann hat gesagt, die Wäsche, ich dachte, du hast gewaschen. Ich dachte, ja, es ist doch frisch gewaschen. Dann hat er dann gerochen, oh, das riecht aber wie 5-mal getragen. Naja, okay. und ich muss auch sagen, ich persönlich möchte jetzt nicht schlecht reden. Vielleicht ist es ja gut und andere kommen damit super klar. Aber ich hatte wirklich auch Probleme, ein paar Flecken rauszukriegen. An sich war es in Ordnung. Aber was Annabelle so mitgebracht hat aus dem Kindergarten, habe ich teilweise schlecht rausbekommen. Das ist aber auch ein Phänomen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe immer das Gefühl, dass das, was die Kinder an Flecken aus dem Kindergarten mitbringen, ist 5-mal hartnäckiger als das, was wir zu Hause haben. Und genauso ist es auch mit Krankheiten. Alles, was sie von dort mitbringen, hält sich irgendwie 5-mal länger. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber ich denke, ich kaufe mir dieses zumindest nicht nach. Damit war ich leider nicht so happy. Also wie gesagt, die Flecken, so hartnäckiges, habe ich nicht gut rausbekommen. Und ja, wie gesagt, der Duft ist jetzt auch nicht so toll. Also da muss ich auf jeden Fall Weichspülerwäscheduft mit reinmachen, weil das riecht einfach modrig-mottig. Also das brauche ich dann auch nicht. Das ist nicht schön, wenn du dann in dein Bett steigst und anstatt duftiger Wäsche kommt so ein... Oh, wer hat denn hier drin geschlafen? Die letzten Wochen. Das ist nicht schön. Und ich muss sagen, mit den Flecken ist es halt auch so, ich sehe dann den Sinn nicht, dass ich mir so ein Öko-Waschmittel kaufe. Und dann wiederum brauche ich aber ganz, ganz viel Fleckenentferner von Vanish, damit ich die Flecken überhaupt rauskriege. Also das macht dann für mich wiederum auch keinen Sinn. Deswegen, ich glaube, das ist es nicht. Ich guck mal, was ich noch so finde, aber das ist es definitiv nicht. Ein Packen feuchte Allzwecktücher aufgebraucht. Und zwar war das eine Limited Edition Limette Basilikum. Auch wirklich gut. Ich benutze die ja wirklich gerne für die Leisten. Also wisst ihr, diese Abschlüsse vom Boden zur Wand, diese Leisten. Wenn die verstaubt sind oder wenn ich Haare verloren habe. Denn ich hatte ja eine Zeit lang ganz, ganz krassen Haarausfall. Wie auch bei Annabelle hatte ich es jetzt nach der zweiten Schwangerschaft, so 3-4 Monate nach der Geburt, krassen Haarausfall. Deswegen sehe ich auch hier ziemlich gerupft aus. Die wachsen jetzt nämlich alle nach. Das war bei Annabelle ganz genauso. Und diese Haare sammeln sich damit einfach super auf. Und ich benutze die auch manchmal ganz gerne, um im Badezimmer einfach über die Oberfläche zu gehen, weil unser Bad staubt wahnsinnig schnell ein. Also das Bad, ich putze, drehe mich um, es liegt wieder Staub da. Und mein Mann mag die dafür ehrlich gesagt auch, weil er hat manchmal das Gefühl, mit den anderen Lappen wischt er den Staub so ein bisschen vor sich her und damit erwischt das halt wirklich. Ich bin es mittlerweile gewohnt, immer wenn man die kauft oder zeigt, bekommt man irgendwelche Kommentare von wegen, oh, die Umwelt. Die Leute haben anscheinend wirklich keine anderen Probleme als diese Tücher. Ich will nicht sagen, dass sie gut sind für die Umwelt, aber es gibt auch viele andere Dinge, die schlecht sind. Aber interessanterweise, das ist für die Leute so ein, mittlerweile so, glaube ich, so ein Volkssport auf YouTube geworden. Guck, wer hat die? Oh, den gebe ich's. Ich kaufe sie trotzdem, mein Mann benutzt sie gerne. Wir benutzen sie nicht für den Wohnungsputz, wir benutzen sie auch nicht komplett für den Haushalt. Finde ich auch gar nicht so gut. Ich kann damit zum Beispiel über mein Sideboard, über die Glasplatte drüber wischen, aber ich finde, das hinterlässt ein paar Streifen. Also das finde ich jetzt gar nicht so gut. Man bekommt dann immer die Bemerkung, nimm doch einen feuchten Lappen. Da sage ich den Leuten immer, also, meinen kompletten Haushalt schmeiße ich mit Putzmittel, einem Reiniger von AquaClean. Das ist so ein Kanister, den habe ich seit 8 Jahren oder länger. Da kippe ich was in eine IKEA-Sprühflasche. Die habe ich auch schon seit 4, 5, 6 Jahren. Das ist die erste, die ich mir gekauft habe, nachdem ich ausgezogen bin. Verdünne das mit Wasser, spray alles ein und gehe dann mit Mikrofasertüchern drüber, die ich auch seit bestimmt 10 Jahren besitze.
Von daher reagiere ich auf solche Kommentare gar nicht mehr, weil wenn mich jemand nicht fragt, sondern gleich so ein Bäm, da haste raushaut, reagiere ich auf solche Kommentare ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, weil ich mache meinen Haushalt so und für manche wenigen Dinge benutze ich auch mal diese Tücher. Fertig. Aus. Schluss. Da kann mir schreiben, wer will. Das bleibt auch so. Und wenn Leute dann gleich kommen mit, wer sowas kauft, der ist wohl zu faul für einen Lappen. Auf sowas gebe ich mittlerweile ehrlich gesagt überhaupt nichts mehr, weil ich weiß ja, wie ich meinen Haushalt schmeiße. Ich kenne ja meine Putzmittel. Ich weiß ja, wie lang ich die Sachen wirklich schon habe und wie nachhaltig ich da eigentlich bin. Weil wenn jetzt jemand irgendwie immer wieder Glasreiniger kauft, ist das auch schlecht für die Umwelt. Ist auch Müll. Hält länger, okay. Aber mein Kanister habe ich wirklich seit 8 Jahren oder länger. Also da habe ich wirklich null Verpackungsmüll fabriziert in den letzten Jahren. Also wirklich null, was Putzen meiner Wohnung betrifft. Also gar nichts. Ich habe wirklich dieselben Tücher, dieselbe Sprühflasche, denselben Cleaner seit Jahren. Denselben Putzeimer seit Jahren. Also von daher erlaube ich mir manchmal, diese Tücher zu benutzen. Und ich sage das jetzt nur deswegen, weil immer wieder Leute meinen, sie müssten das schreiben. Und sie können es mir auch gerne schreiben. Aber wenn das in dieser Angriffsform geschrieben wird, gehe ich vollkommen drüber weg, weil ich kenne ja meinen Haushalt und ich weiß ja, wie ich es mache. Und wenn Leute meinen, dann sollen sie bitte. Was ich euch damit nur sagen wollte, für manche Dinge sind die wirklich praktisch, weil der Staub und der Schmutz auch wirklich haften bleiben. Und für die Fußleisten finde ich super, denn wenn ich das mit einem normalen Lappen mache, habe ich immer das Gefühl, ich schmiere alles an die Wände. Und damit interessanterweise kriege ich den Staub super zu fassen. Der ist weg, die Tapete ist nicht nass, es ist alles perfekt. Deswegen, ich mag sie gerne. Dann haben wir aufgebraucht und zwar einiges in der letzten Zeit an Windelbeuteln und an Wickelunterlagen. Ja, ich mag ja beides sehr gerne. Ich sage ja immer, Wickelunterlagen finde ich super wegen der wasserundurchlässigen Unterlage. Ich benutze die sehr, sehr gerne. Ich sage immer, ich nehme da keine Handtücher für, weil ich möchte, dass es wasserdicht unten drunter ist. Und wenn die dreckig sind, tue ich die auch weg. Ich benutze die dann nicht mehrfach. Und ich benutze auch keine Handtücher, lasse die voll pieseln, drehe die dann um und benutze die nochmal. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Das hat für mich mit Hygiene nichts zu tun und ist für mich definitiv der falsche Punkt, um zu sparen. Also das ist für mich definitiv der falsche Punkt. Normalerweise halten diese Packungen wirklich ewig und auch die Windelbeutel halten relativ lange. Bloß in letzter Zeit hatten wir einen unglaublich hohen Verbrauch, denn Hannah hatte Durchfall. Der Arzt hat uns gesagt, das ist wegen der Zähne. Es ist nämlich bei ihr hier unten alles weiß. Es ist noch kein Zahn da, aber es ist alles weiß. Und sie schreit nicht, sie jammert nicht, es ist alles gut. Sie kaut gerne auf ihrer Flasche rum, das macht sie gerne, aber sonst merkt man nichts. Bloß hatte sie das eine Mal wirklich starken Durchfall und das ging über eine Woche oder so. Und da war auch der Po wund und rot, das war 2 Tage richtig übel, das war gar nicht schön, das tat ihr auch weh. Und uns hat der Arzt einfach gesagt, das ist bei den Zähnen, es wird mehr gesabbert, es ist mehr Speichelfluss. Das Ganze sorgt dann einfach dafür, dass der Stuhl so dünn ist und auch so oft kommt. Und immer wenn sie getrunken hat, ging es quasi durch. Also sie hat nicht so viel Flüssigkeit verloren. Das war ja auch die Zeit, wo so krass heiß war. Da war ich schon in Sorge, aber so war es nicht. Es war einfach nur so, dass dann immer wieder was durchging. Und öfter hat es auch mal die Windel gesprengt. Und wir haben wirklich dann viele Windelbeutel und Wickelunterlagen gebraucht in der Zeit. Wir mussten das ja alles irgendwo unterbringen. Das war immer alles sehr flüssig. Ich habe ihr teilweise die Windel aufgemacht und da stand ja die Flüssigkeit noch drin. Also ich bin froh, dass ich sowas hatte, weil ansonsten Katastrophe. Und auch froh, dass ich die Wickelunterlagen hatte, weil sonst wäre das hier eine Schweinerei geworden, ganz ehrlich. Und im Urlaub war es auch gut, dass wir das hatten, weil Hanna hat sich angewöhnt. Das ist jetzt für die Mamis unter euch, die solche Themen nicht eklig finden. Hanna hat sich angewöhnt zu essen, alles ist super und wir denken, na, das könnte aber mal wieder eine Windel kommen. Nö, kommt nicht. Wir setzen uns ins Auto, wir fahren los. Windel. Und immer, dadurch, dass sie dann so im Maxi-Cosi sitzt und dann kommt immer recht viel, drückt das immer hoch, den Rücken hoch und es sprengt die Windel. Und mein Gott, wir sind im Urlaub, glaube ich, nicht einmal losgefahren, ohne dass wir nach 3 Minuten angehalten haben, sie in den Kofferraum gelegt haben oder auf den Beifahrersitz, ihr die Windel gewechselt haben und sie eigentlich auch komplett umziehen mussten. Also ich bin momentan unterwegs mit massenhaft Windelbeuteln und massenhaft Ersatzkleidung immer. Also das war lustig. Das war wirklich lustig. Das ist momentan eine Angewohnheit von ihr. Ich weiß nicht, ob sie das bewusst macht oder uns ärgern will, aber das ist wirklich krass. Und da muss ich sagen, auch wenn Leute sagen, Umweltverschwendung, sage ich, ich bin froh, dass ich es habe. Denn wenn ich mir vorstelle, dass da, wo wir überall wickeln mussten, auch öffentlich, mal bei, dass wir was bei Aldi in den Mülleimer werfen mussten oder in den öffentlichen Papierkorb unterwegs, dass ich dann diese überlaufenden Windeln und die ganzen Tücher in so einem Ballen da reinschmeiße. Sorry Leute, aber das finde ich nicht hygienisch, das finde ich nicht schön. Ich möchte das eigentlich auch nicht. Und deswegen bin ich froh, wenn ich dann so einen Beutel habe, wo ich dieses Desaster verstauen kann. Und wie gesagt, normalerweise komme ich mit sowas wirklich lange hin, aber
durch den Durchfall jetzt und diese Angewohnheit im Urlaub habe ich wirklich viel verbraucht. Und ich bin auch froh, dass ich es hatte, weil sonst wäre uns das Auto wirklich mehrfach eingesaut worden. Und wie gesagt, öffentlicher Mülleimer an der Bushaltestelle mit so einem Beutel ist es überhaupt kein Stress. Man riecht nichts, der hat ja sogar ein bisschen Eigenduft, überhaupt nicht schlimm. Aber ich stelle mir dann vor, dass da Leute stehen und ich komme da mit diesem Haufen von Sch an. Und werf das daneben die rein. Also das ist doch eklig, Leute, jetzt mal ehrlich. Wer will das denn? Also deswegen, ich finde es gut. Ich bin immer froh, wenn ich es dabei habe. Und in diesem Zug haben wir auch massenhaft von diesen Wattepads aufgebraucht. Ich habe die sonst wirklich selten benutzt. Ich habe schon immer lieber Waschlappen benutzt. Also so diese Wattepads zum Reinigen, das war jetzt nie so mein Ding. Aber ich habe es gebraucht, um sie richtig abzutupfen immer. Ich habe immer mehrfach alles abgetupft, weil sie ja so wund war und so rot war. Und ich war immer ganz vorsichtig mit einem Tuch und einem Waschlappen. Und dann habe ich abgetupft und ich habe sehr viel davon gebraucht, weil ich es auch sehr, sehr oft gemacht habe, einfach in der Zeit. Deswegen sind das sehr viele. Die ich übrig hatte, habe ich dann aufgebraucht im Badezimmer, weil ob ich jetzt mein Rosenwasser da drauf gebe oder auf die Wattepads von Evelyn, das ist mir ja wurscht. Aber dadurch der Verbrauch an diesen ganzen Produkten war in letzter Zeit einfach unglaublich hoch und es war so heiß und Gott, wir waren nass geschwitzt immer von oben bis unten, wenn wir losgefahren sind oder hier mit ihr, wenn sie sich dann gewehrt hat und immer weg wollte und dann hat sie geschrien, weil es weh tat. Ich war immer nass von oben bis unten, Leute. Es hat keinen Spaß gemacht, aber da müssen wir durch, ne? So ist es halt. Jetzt ist wieder alles in Ordnung und der Verbrauch ist auch wieder schlagartig zurückgegangen. Ja, dann habe ich hier Q-Tips aufgebraucht, also die klassischen Ohrenstäbchen. Das muss noch eine uralte Packung gewesen sein, die mein Mann hatte. Ich habe ja in meinem Schrank welche, die wir... Eigentlich sind sie für uns beide, aber er hat noch so eine uralte Packung gehabt. Ich weiß überhaupt nicht, wo die herkommt. Pelz. Wahlstedt, Pelzgroup.de. Ich habe keine Ahnung, wo die her sind. Auf jeden Fall Q-Tips. Ja, dann habe ich einen Rasierer nicht aufgebraucht, sondern gerade in Gebrauch. Und zwar von Gillette Venus, den Sensitive Extra Smooth. Habe ich mir nicht gekauft. Ich benutze ja lieber Herrenrasierer. Ich finde, die halten länger scharf. Aber der war in, ich glaube, der Glossybox war da drin. Und deswegen habe ich den jetzt im Urlaub einfach mitgenommen. Weil bei meinem Herrenrasierer ist die Klinge jetzt mittlerweile stumpf und ich müsste mir neue kaufen. Und ich hatte den noch rumliegen und habe ich mir gedacht, ja komm, jetzt nimmst du erst einmal den. Der ist auch gut. Also bisher bin ich mit ihm sehr zufrieden. Ich finde den super. Ich kann nichts Schlechtes sagen. Bisher ist er sehr scharf, sehr sanft, sehr gut. Also bisher mag ich ihn wirklich sehr gerne. So, ihr Lieben. Hier ein kleiner Nachtrag, das war das Aufgebraucht-Video. Ich habe nämlich gerade beim Videoschneiden gemerkt, dass mir die Schlussdatei fehlt. Da ist meine Kamera automatisch wieder ausgegangen und mir fehlt die ganze Schlussszene, die Verabschiedungsszene. Und das Video plötzlich enden zu lassen, wäre ja auch blöd. Normalerweise lösche ich nämlich meine Dateien immer erst, wenn das Video komplett fertig ist, hochgeladen ist, gecheckt ist und ich gesagt habe, okay, kann so bleiben. Aus irgendwelchen Gründen habe ich diesmal gedacht, ich mache die Speicherkarte richtig leer. Ich hatte die Datei schon in iMovie reingeladen alle und habe gedacht, ja, jetzt komm, jetzt lösche einfach. Lass jetzt nicht noch was drauf, mach die Karte leer. Im selben Moment habe ich noch gedacht, bist du sicher? Du bist noch nicht ganz fertig. Ja, komm, mach, ausnahmsweise, wird schon gehen. Und was ist? Ich habe die Schlussdatei vergessen, weil die nur so minimal klein war. Habe ich sie vergessen. Deswegen ein kleiner Nachtrag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr die Produkte kennt oder ob ihr irgendwelche guten Produktempfehlungen für mich habt. Und ja, ansonsten wünsche ich euch, wenn ich so rausgucke, jetzt einfach mal Stand jetzt einen wunderschönen sonnigen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns bald im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.